Wir kommen zu einem anderen Thema. Es geht um Rettungsdienst und Polizei. Und wenn die zu einem Notfall gerufen werden, also da zählt oft jede Minute, jede Sekunde. Und mit vollem Tempo geht es dann über Kreuzungen und rote Ampeln. Und in so einer Situation, also wenn ein Verkehrsteilnehmer nicht rechtzeitig und richtig reagiert, dann kann das verheerend ausgehen, so wie am Abend in Hamburg. Dieser Einsatz endete schon nach wenigen Metern. Der Streifenwagen war gerade von der Wache losgefahren, da ereignete sich bereits der schwere Unfall. Die beiden Beamten in dem Wagen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Dieser Kleinwagen war, so berichten Zeugen, ohne abzubremsen in das Einsatzfahrzeug gefahren. Die Wucht des Aufpralls richtete großen Schaden an. Die Einsatzkräfte haben vorgefunden beim Eintreffen einen Verkehrsunfall mit zwei PKWs und drei verletzten Personen. Es war ein Streifenwagen betroffen, beide Insassen waren verletzt und ebenfalls der Zivil-PKW mit einem Insassen, beide sind verletzt gewesen. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Streifenwagen über den Gehweg bis an die Hauswand gelenkt wurde. Zum Glück war der Gehweg zu dieser Zeit leer. Normalerweise wollen hier viele Anwohner zur gegenüberliegenden Bushaltestelle. Nach Augenzeugenberichten fuhr der Einsatzwagen, in Hamburg Peterwagen genannt, sehr langsam in die Kreuzung. Der Peterwagen kam von da hinten mit Blaulicht und tatütata, war schon mitten auf der Kreuzung und sie hat ihn einfach nicht gesehen und gehört, ist voll rein und er ist dann halt dementsprechend auf die Mauer zugeschossen, konnte also nichts mehr machen. Obwohl man mindestens 10, 15 Meter vorher schon die Kreuzung einsehen kann, hätte sie den Wagen sehen müssen. Und hören. Und der ist ganz langsam auf der Kreuzung gefahren und sie ist einfach zugefahren. Die 71-jährige Frau wird weiterhin mit einem Schlüsselbeinbruch behandelt. Die beiden Polizeibeamten konnten das Krankenhaus inzwischen verlassen.